Herzlich willkommen, liebe 1000 BS-Fans. Ich begrüße euch hier vom aktuellen Standort der Roadshows on Tour, wo ich heute die neue Yamaha MT-09 Street Rally testen durfte, und zwar mit dem neuen Metzeler M7 RR-Reifen. Nach einer kurzen Einfahrphase der MT-09 haben wir den Reifen montiert. Der hat jetzt ungefähr zwischen 4.500 und 5.000 Kilometer drauf, und wir müssen jetzt hinten schon unbedingt wechseln, was wir gleich tun werden. Dazu muss man eins sagen: Bei den Roadshows on Tour können die Teilnehmer zwischen 13 Motorrädern wechseln. Sie fahren hier eine Tour mit Guide und alle ungefähr 20 Kilometer steigen sie auf ein anderes Motorrad um. Das heißt, mit diesem Motorrad sind sehr viele verschiedene Leute schon gefahren. Bei den Wechseln kühlt der Reifen immer wieder ab und die Teilnehmer wollen auch natürlich ein bisschen Gas geben, beschleunigen immer hart. Man will das Motorrad ja auch ausprobieren und deswegen nutzt sich der Reifen stärker ab. Man sieht auch, an den Flanken ist noch sehr viel Gummi vorhanden. Man könnte also vielleicht noch bei einer Grip-Party damit fahren, aber auf der Straße geht das jetzt leider nicht mehr. Der M7 RR ist zwar ein Supersportreifen, entwickelt wurde er aber für die Straße, das heißt für echte Verhältnisse. Auf der Rennstrecke ist der Asphalt ja meistens perfekt, auf der Straße aber nicht. Ich habe schlechten Asphalt, unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, ich habe Schlaglöcher, ich habe vielleicht ein bisschen Rollsplit und so weiter. Und dafür wurde dieser Reifen gemacht. Metzeler konnte ja sehr viel Erfahrung bei Road Racing Events wie zum Beispiel der Isle of Man sammeln. Und diese Entwicklung, dieses Know-how floss direkt in den Reifen. Wir haben hinten die 0 Grad Stahlgürtelkonstruktion, die Interact Spannungstechnologie und ich habe zwei verschiedene Laufflächenmischungen. Das heißt, in der Mitte eine härtere und an den Flanken eine weichere. Das heißt, in Schräglage mehr Grip und mehr Laufleistung. Die Kontur des Reifens wurde so geändert, dass sich das Handling verbessert, konnte ich leider heute nicht so feststellen, weil ja der Reifen hinten schon sehr flach abgefahren ist, leider. Wir montieren dann die neuen, wenn wir schauen, wie es dann funktioniert. Das Profil erinnert an den griechischen Buchstaben Pi und die Profilrillen sind so angeordnet, dass die Wasserdrainage verbessert wurde und zusätzlich hat die Mischung einen hohen Silikaanteil, was wiederum den Grip bei Nässe verbessert. Voriges Wochenende waren ja die Verhältnisse hier suboptimal. Es hat geregnet und es war nass. Und ein Indiz für uns, dass der Reifenspitze funktioniert, ist immer, dass von den 13 Teilnehmern, oder es sind sogar mehrere Tage gewesen, also es waren wahrscheinlich 50 Teilnehmer, niemand gestürzt ist. Das Fahrwerk der MT-09 ist ja recht hart abgestimmt, fiel mir heute aber gar nicht so negativ auf, weil der Reifen anscheinend ein sehr gutes Eigendämpfungsverhalten hat, auch ganz wichtig bei schlechten Straßenverhältnissen. Er ist bereits in den gängigen Größen im Handel verfügbar und im Grunde handelt es sich hier um einen Supersportreifen für nicht supere Verhältnisse.